Hallo meine Lieben, das ist die Tagesbotschaft für morgen, den 13. Dezember. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ihr seid in eurer Mitte. Morgen ist Neumond. Und ja, es kann sein, dass jetzt ein bisschen die Energien sind stärker. Ein bisschen sind wir gereizter oder auch andere sind gereizter. Ja, mir geht es gut. Ich wollte gestern eigentlich ein weiteres Video machen. Es ist so, dass ich hatte interessante Laune gestern zwischen Sektflasche eröffnen und heulen. Komisches Feeling. Und ich habe mich verzettelt in meinem Alltag und irgendwann habe ich den richtigen Augenblick und den richtigen Gefühl verloren. Für Karten legen tut mir leid. Aber für mich ist es wichtig, in gutem Gefühl an die Karten zu gehen und mit positiver Energie und auch dafür offen zu sein. Das ist für mich persönlich sehr wichtig. Deswegen lieber ich dann auslasse, wenn ich habe komische Stimmung. Ja, wie immer ist es eine Kollektivlegung. Das bedeutet, es kann sein, dass du gehst in Resonanz oder auch nicht. Es ist, du kannst dich fühlen angesprochen oder auch nicht. Bitte genau betrachte, ob es ist für Karten für dich, ob das ist auch für dich die Information. Es sollte dich unterstützen bei sozusagen Ideen erhalten, Impulse, vielleicht anderen Blickwinkel. Vielleicht merkst du, okay, da könnte ich vielleicht was anders machen oder ich sollte nochmals das betrachten. Karten sollten unterstützen, sozusagen als Impulsegeber. Aber Entscheidung triffst du. Und natürlich, das ist auch meine persönliche Meinung, ist, wenn die Karten sagen, deine Beziehung geht voran und es wird alles gut und dann bei dir die Laus über den Leber sozusagen läuft und hast vielleicht einen Tag und hast einen riesigen Krach und schmeißt deinen Freund raus aus deiner Wohnung, ne, angenommen, dann ist das mit wunderbarer Beziehung in Zukunft nicht mehr so. Klar. Und ich denke, das muss man immer wieder neu schauen, wie das aussieht. Es zeigt Tendenzen von jetzt für die Zukunft, aber wir selber auch entscheiden, wie das ist. Und auch natürlich auch die Tendenzen auch verändern sich auch bei den Gegenüber. Zum Beispiel, ich mache jetzt Schwarz darüber, dass jemand möchte melden oder auch macht sich Gedanken darüber. Ja, ich mache auch zum Beispiel auf das Gedanken, bei bestimmten Menschen zu melden, aber ich tue es nicht, weil ich weiß, dass ich irgendwo reintrete und damit auch Ereignisse heraufrufe, die vielleicht nicht für mich und die für anderen sind gut. Oder auch ganz einfach, man möchte vielleicht Aussprache haben, zum Beispiel mit jemandem, und man weiß, ja, worüber sprechen wir? Fingerpointing? Oder auch wieder irgendwelche Sachen, was ist schon 20 Mal besprochen, nochmals. Weil man versucht sozusagen zum 20., 30. Mal etwas zu erklären. Ja, das sind so Themen zum Nachdenken. Ja, diese Karten, die ich dann legen werde, also die Legung für Tagesbotschaft ist direkt und indirekt. Ne? Das kommt als nächstes. Ich gendere nicht, liebe Männer, bitte ummünzen. Ich freue mich für jeden Like, Abonnement, Kommentar. Und vielen lieben Dank, dass ihr kommentiert und fleißig kommentiert. Ihr dürft auch gerne für die Kartenlegungen auch mitteilen, was ist in eurem Leben los oder auch wie ihr geht in Resonanz. Ich lese jede Mitteilung, jeden Kommentar, ich auf jeden Fall auch mindestens Like, also als Herzchen hinterlasse, dass ich gelesen habe und auch ein paar Worte schreibe. Man hat schon mitgekriegt, ich habe Probleme mit deutscher Sprache, nicht nur in sprechen, sondern auch schriftlicher Weise. Ich beherrsche deutsche Grammatik überhaupt nicht. Ich verzettle mich, das ist für mich, es ist ein Buch mit 7 Siegeln und manchmal ich verwechsle mich mit Englischen. Gott sei Dank gibt es T9. Oder
Muss ich manchmal googeln, wie ich so richtig schreibe, man auf Deutsch, weil ich auch Englisch gewisserweise beherrsche. Ja, so, wir fangen dann eben an. Auf jeden Fall vielen lieben Dank für euren Likes, Abonnements und Kommentare. Und ihr dürft gerne auch mitteilen in Kommentaren, was euch auf den Herzen ist, wenn ihr möchtet. Ich werde auch meinen Senf dazu legen und auch kann auch meine Meinung dazu sagen. Bitte nicht missverstehen, das ist eine persönliche Meinung. Ne? Jeder hat eine persönliche Meinung und meine Meinung ist eine unter 8 Milliarden oder 9 Milliarden, wie viel wir jetzt gerade auf die Welt sind. Und das bedeutet, es kann richtig oder falsch sein oder auch von dem, was ich gelesen habe. Aber ich kann auch schreiben, so dass ein paar Fragen stellen, wo du kommst in Nachdenken, weil ich bin in dieser Situation, was du dann auch mir mitteilst, und vorbelastet. Ich kann nur beruhen aus meiner Lebenserfahrung, aus meinem Menschenkenntnis und aus meiner Belesenheit, was ich sozusagen gesammelt habe. Und darüber kannst du bilden, viele über meine Videos aus, auf welchem Punkt ich bin, mein Leben. So, wir fangen an. Die erste Karte ist Verstandsebene, Gefühlsebene und Tendenzen. Also von Verstandsebene haben wir das Gefühl von Unglück. Also dieser Neumond, was jetzt stattfindet am 13., stattfindet in einer Shatabisha. Also das ist Mondhaus. Noch, ich spreche nur über vedische Astrologie. Bitte nicht missverstehen, ne? Die Sternzeichen lege ich für tropische Astrologie oder besser westliche Astrologie nach tropischen Sternzeichen. Aber hier Shatabisha ist, nee, falsch. Nakshatra, jetzt bin ich bei Saturn. Nakshatra ist Mondhaus. Und dieses Neumond stattfindet in einem Mondhaus. Der ist die tiefste Mondhaus von sozusagen der dunkelste Seite von Skorpion. Und das steht für Rache. Und da geht es auch, der Mars dabei ist sozusagen, da können passieren auch Verletzungen, Berührungen, also Schmerz. Und wenn ich diese Karte lege, also das wird morgen sein, oder die Energien jetzt momentan stattfinden, es ist so, wenn jemand dich verletzt, das hat mir eine meiner Lehrerinnen mitgeteilt, ich sehr viel reinziehe von anderen Menschen und für mich Menschen sind Lehrer. Und jemand, der sehr, sehr weise ist, den ich sehr, sehr schätze und für mich ist Guru oder auch Lehrerin, die hat zu mir gesagt oder allgemein erwähnt, wenn du verletzt bist und jemand dich verletzt, absichtlich oder unabsichtlich, aber sehr tief kränkt und dich die verletzt, verzeihe, vergebe, schreibe das auf, nimm diese Sache auseinander von bis, sehe dein, was ist falsch gelaufen, reflektiere es für dich, dass du in Zukunft das besser gelernt hast und beweg dich voran und verzeihe, vergebe aus ganzem Herzen, vor allem wenn du jetzt möglicherweise die kommenden Tage vielleicht, ja, jemand Schadenfreude hat über dich. Oder auch Schadenfreude hast über jemanden. Also ich hatte gestern Schadenfreude, deswegen wollte ich Champagner und das Sekt aufmachen, am liebsten. Und auch einen tiefen Schmerz, wo ich selber noch immer gewisserweise leide. Aber es hat mir gut getan, dass die obere Macht hat ihren Finger gedrückt, sozusagen. Und das war für mich Gewinn, innerlicher Gewinn. Und Scham auch natürlich, dass ich freue mich für andere Menschen Verlust. Weil Schadenfreude ist eigentlich Scham, Schuldgefühl. Aber aus meiner Verletztheit habe ich gefreut. Deswegen sage ich, das ist was gemischt. Und zurück zu dieser Rache, das habe ich gewisserweise dieses Erlebnis gehabt. Gefühl von Rache, dass ich habe, obere Macht hat was getan, aber es hat mir gut getan in dem Augenblick. Ja, wenn du diesen Schmerz verspürst, vergebe und verzeihe und geh weiter. Aufarbeite es, vergebe und verzeihe, geh weiter. Nimm als eine Lehre, als eine Lektion in deinem Leben und geh voran. Weil dann
Wenn du hast vergeben, aus ganzem Herzen verziehen, wenn das möglich ist, das bedeutet nicht, dass du sofort machst das. Nein, das nimmt Zeit. Wenn du entscheidest, dich zu vergeben und verzeihen, das nimmt seine Zeit. Und irgendwann auch integrierst in deinem Leben. Du wirst mit diesem Menschen im nächsten Leben, falls du daran glaubst, nichts mehr zu tun haben. Weil ihr habt keine karmischen Aufgaben. Du hast gesagt, Gott sei Dank, geh mit Gott, aber geh. Ich habe deine Lektion bekommen. Du musst mir nichts mehr. Ich muss dir nichts, irgendwas zurückgeben. Im nächsten Leben irgendwas beibringen oder sowas in dir. Du sagst, Gott sei Dank. Ich habe gelernt, ich verzeihe dir, ich vergebe dir. Und jetzt gehe ich weiter. Und du hast im nächsten, übernächsten, übernächsten und nächsten 1000 Leben, wie viel du noch sozusagen deine Seele muss entwickeln, mit diesen Menschen nichts mehr zu tun haben. Und glaub mir, bei manchen Menschen, auch wenn deren Seele hat diese Lehre sozusagen erfahren oder musste ausüben, die suchen dann anderen Lehrer, nicht mehr dich, im nächsten Leben. Ist das nicht das Schönste? Ist das nicht das Schönste, vergeben, verzeihen und zu wissen, ich habe mit dieser Seele im nächsten, übernächsten und überübernächsten Leben nichts mehr zu tun haben. Und glaubt mir, es gibt Menschen, bei denen ich wirklich sage, vielen Dank, geh aber mit Gott, aber geh. Und bitte komm auch in nächsten 20.000 Leben nicht. Andere, ja, aber bitte du nicht. Das hat mir gereicht für einmal. Und wenn du empfindest ein Unglück, wenn du analysierst dein Unglück, vielleicht dieses Rad dich unterstützt, das besser zu überwinden. Deine Gefühlsebene ist, du beschäftigst dich, analysierst und dich tief damit auseinandersetzt. Auseinandersetzt wirklich auch mit deinen Gefühlen, analysiere die, wirklich, was du empfindest. Wir meistens denken, oh, ich bin wütend. Aber warum bist du wütend? Ich habe mich auch zum Beispiel gestern auch auseinandergesetzt, warum ich habe so eine Schadenfreude, um zu verstehen, warum, wieso, weshalb. Weil eigentlich, ich habe mich auch ehrlich zu so sagen, ich habe für mich selbst geschämt. Ich schäme mich, wenn ich habe Schadenfreude. Weil ich weiß, wie ist es mich verletzt, wenn es jemand anders hat, Schadenfreude über mein Unglück. Aber ich weiß, dass es die andere Seite von Schadenfreude ist, auch Scham und Schuld. Und weil nicht diesen Scham und Schuld kann ich in diesem Augenblick annehmen, ist das die Schadenfreude. Weil ich habe noch ein paar Rechnungen offen sozusagen. Wenn ich hätte diesen Menschen oder diese Situation gut aufgearbeitet, dann würde es mich nicht jucken. Ja, bedauerlich, traurig. Dann würde ich auch nicht Schadenfreude empfinden. Und auch Scham nicht und auch Schuld nicht. Für mich wäre das, oh, wie eine Geschichte vor 20 Jahren, ich irgendwas mitbekommen habe oder Menschen oder eine Situation vor 20 Jahren. Oh, naja, so ist das eben. So ist das Leben. Es gibt Hohen und Tiefen. Vielleicht gibt dir das etwas zum Nachdenken. Und es ist so, dass du wirst erleben, möglicherweise, oder auch ich oder wir alle, gewisserweise Ruine. Bitte nicht missverstehen. Ruine, Verluste. Etwas, was nicht lebt, wo Zeit geht voran und es geht immer kaputter. Es kann ein Projekt sein, eine Idee, eine Hoffnung, ein Wunsch, eine Tätigkeit, eine Aufgabe, etwas, was sozusagen, wo man sieht durch die Zeit, es geht kaputt. Es gibt Dinge, in denen man die Seele lebt, das Herz lebt. Und da muss, wie mehr die Zeit da reinkommt, so stärker lebt es auch. Das ist so wie eine Blume. Mit Zeit, wenn die hat gute Pflege, die blüht. Und es kommt eine Frucht und Samen und so weiter. Und wenn etwas ist, was es nicht gedacht oder hat keine Liebe bekommt oder Nahrung zum Blühen, Aufblühen, dann wird es zur Ruine mit der Zeit. Zeit ist ganz wichtige Rolle dabei. Vielleicht hilft dir das auch von etwas auch zu trennen und sagen, okay, das ist Zeit. Und es ist ich empfehle das immer wieder und das ist auch mein Wunsch und Hoffnung ist,
nicht klammern an Vergangenheit. Ich selber klammere manchen Sachen. Das ist mir immer wieder selber bewusst. Aber wenn du möchtest, dass was Neues durch die Tür kommt, musst du etwas durch den Fenster rausschmeißen. Und reinigen dein Inneres. Manchmal auch den Leichenkeller aufräumen. Das ist auch ganz wichtig. Das haben wir alle. Sachen, was wir nicht aufgearbeitet haben. Oder noch innere Konflikte gibt es. Oder wie gestern. Bei mir. Einerseits konnte ich Champagner trinken oder auch Sekt öffnen. Weil ich war in Feierlaune. Jo, Gerechtigkeit siegt. Und andererseits habe ich Schamgefühl und Schuldgefühl gehabt. So, wir gehen weiter. Was sagen die Karten? Was sind die Energien für morgen? Wie ihr weißt, das sind vier verschiedene Bereiche. Das bedeutet, du kannst in einem angesprochen fühlen oder auch in gar keinen. Es ist direkt oder auch indirekt. Das bedeutet, du etwas beobachtest, sozusagen. Du gehst in einen Café, guckst dich rum. Oh, jemand hat Apfelkuchen, ich will auch. Du beobachtest bei anderen. Oder auch, dass wirklich dich trifft. Ich sage das so, als es dich wirklich persönlich betrifft. Aber schau dir an, mit was und wie du gehst in Resonanz. Ja, es ist, ich bin mit manchen Sachen offen. Ich bin aufrichtig mir gegenüber und ich auch stehe zu mir. Ich bin sehr authentisch. Aber das musste ich auch gewisserweise erlernen oder auch lernen, damit umzugehen. Auch zuzulassen, sowas selbst, so, wenn man selber sich selbst sagt, ich habe Schadenfreude empfunden. Weil das ist auch gewisserweise ist, gesellschaftlich nicht angesehen, über etwas ja, Schadenfreude zu haben. Ne? In bestimmten Bereichen schon, ne? Oder wie auch immer. Aber das macht keinen positiven Licht auf die Person. Also ich beobachte sehr gerne Menschen. So, jetzt haben wir auch die letzte Reihe. Im finanziellen Bereich oder geschäftlichen, beruflichen Bereich, hier geht es um deinen Herzensmenschen oder dein Gegenüber. Es ist so, dass dieser Mensch möchte Klarheit bekommen und wahrscheinlich auch eine Entscheidung treffen. Nur das Problem ist, das kommen die Masken. Hier gibt es Masken, hier gibt es etwas nicht ganz Aufrichtiges. Vielleicht die Entscheidung zum Beispiel. Man trifft eine Entscheidung, aber die Begründung andere mitteilt. Zum Beispiel, jetzt wahrscheinlich ist ein blöder Beispiel, um besser zu verstehen. Ich teile jemand mit, ich bin am Weihnachten bei der Familie. Aus einfachem Grund, es ist, nee, blöd. Ich teile mit, jetzt am Wochenende bin ich die Wochenende ausgebucht. Ich möchte jemanden besuchen. Und in Wahrheit ist das so, dass ich möchte zum Beispiel am Wochenende einfach Ruhe haben. Oder diesen Menschen nicht zu Besuch haben. Oder auch selbst nicht besuchen. So ist das, diese Entscheidung. Klare Mitteilung einer Entscheidung, aber es wird maskiert. Also klar für sich eine Entscheidung, aber es wird maskiert für außen. Und mit Glück. Das kann im beruflichen, finanziellen oder auch geschäftlichen sein Bereich. Dass zum Beispiel im beruflichen Bereich man klar ist, die Entscheidung treffen für sich, aber man ja vielleicht ein bisschen schummelt bei der Mitteilung. Vielleicht kannst du damit was anfangen. So, was die soziales Leben mitteilen möchte. Das Miteinander, mit uns, mit allem uns. Hier geht es
irgendwas nicht in Ordnung bei der Arbeit, weil der Fuchs schaut denn der Anker. Das ist übrigens auch so Unehrlichkeiten, Tricksereien bei der Arbeit. Vielleicht in den Unternehmen etwas stattfindet, aber es kann auch sein, dass ja zum Beispiel leichtes Mobbing oder ein bisschen Schikanen und so weiter gibt es. Es ist so, dass du oder jemand anders möchte einen Neubeginn ausrichten, möchte ein neues Ziel, neues Start und geht um berufliche Situation, soziales Leben in der Arbeit oder auch Ausland. Und im sozialen Bereich möchte etwas verankern und möchte Sicherheit bekommen. Natürlich, wenn es ist eine Situation, in der man getrickst wird und gemobbt wird und so weiter, erst recht, man braucht sehr viel Sicherheit, weil man unsicher ist. Man fragt, wer ist mit mir und wer ist gegen mich und was ich sage, wo geht es hin? Kann sein, wenn du hast erlebt in diesem Bereich irgendwie welche Sachen, die nicht schön sind, dann erst recht, man möchte Sicherheit bekommen, man möchte Aufrichtigkeit haben und hier auch gewisserweise, man möchte neu versuchen, das ist automatisch. Man möchte diese Situation entfliehen, verändern, man nimmt automatisch neue Positionen oder neue Wege sucht. Und es ist so, dass trotzdem gehst du irgendwie im sozialen Bereich oder wenn es beruflich ist, wirklich trifft, in Distanz. Du distanzierst dich. Vielleicht auch du innerlich distanzierst dich oder auch erkältest. Nicht erkältest, abkühlst innerlich. Du baust eine Mauer um dich sozusagen. So, was das Liebe betrifft, hier geht es um plötzliche Ereignisse. Irgendwas Plötzliches, Unverhofftes, vielleicht sogar auch nicht mehr, nicht ganz angenehm stattfindet. Hier geht es um eine Frau in Öffentlichkeit. Vielleicht kriegst du irgendwas mit auf Social Media oder draußen irgendwie jemand etwas mitteilt oder unbedacht mitteilt. Und das ist eine Frau, ja, das kann auch Rivalin sein, natürlich. Das kann aber auch sein, jemand, den du gut kennst, auch Freundin und so weiter, Familienmitglied. Es ist so, dass du wirst dann untersuchen, irgendwelche Nachrichten darauf. Oder du machst Gedanken, etwas unternehmen mit einer Frau in Öffentlichkeit, irgendwie, also außer Hauses zum Beispiel, ein Gespräch führen, oder Kaffee trinken oder sowas in die Art. Und dann nimmst du diese Information, was diese Person dir mitteilt, unter die Lupe. Aha, so. Vielleicht machst du das nicht so offensichtlich, sondern ein bisschen so, ach, und wie geht es die und der und so weiter. Aber du nimmst irgendwas unter die Lupe. Ist auch nicht verkehrt. So, hier geht es um Gespräche, Stress, das Schicksalhafte. Hier geht es um gute Vereinbarung, glückliche Vereinbarung. Du hast Gespräche, Stress, vielleicht auch Streitigkeiten, Diskussionen, Debatten. Das muss ja auch nicht ausarten, das kann ganz einfach, bitte relativieren meine Aussagen. Und darauf wirst du vielleicht auch verändern einen Geschenk. Kann auch sein, Veränderungen stattfinden betreffend einen Besuch, dass du etwas veränderst da oder auch eine Einladung. Aber es sieht positiv aus und das ist schicksalhaft. So, wenn dir diese Legung gefallen hat, freue ich mich für jeden Like, Abonnement, Kommentar. Ich freue mich, wenn du kommentierst. Natürlich, wenn du oft das anschaust, Videos abonnierst und für jeden Like. Alles Gute, bleib in der Mitte und bleib natürlich auch gesund. Bis bald.